Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück im Production Line. Da haben wir jetzt noch zwei Probleme gehabt. Jetzt haben wir ja schon mal entsprechend angefangen, hier die Sitzproduktion voranzutreiben, haben aber jetzt schon überall die neuen Sitze drin. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal gucken, dass wir die alten Sitze oder die alten Modelle mit den alten Sitzen noch verbauen. Das ist ganz wichtig. Bei der Türverkleidung kam mir jetzt noch die Idee, eventuell, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wo das ist, glaube unter Karosserie, Türen, Türverkleidung, Scheiben. Ah, das können wir aber noch nicht fertigen, das ist das Problem. Okay, das müssen wir noch erforschen. Das wäre noch ein Punkt, wo wir ein bisschen was reinholen könnten. Ansonsten sieht das hier eigentlich ganz gut aus, aber jetzt staut sich es hier unten bei der Endkontrolle unglaublich. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Jetzt staut sich hier. Aber es geht eigentlich schnell, oder? Hat ja nicht jedes Auto ewig Mängel. So, 6 Minuten. Mängel beseitigen, Chance 80%. Das ist gut. Gibt es da noch eine Aufwertung? Erweiterte Fehlerdiagnose. Packen wir mal in die Warteschlange mit rein. Ansonsten gucken wir mal. Wir sind gerade beim Spurassistent. Wieso das? Was fehlt uns denn beim frühen Bestandsverbrauch? Da fehlt uns irgendwas noch. Da haben wir noch nicht alle Voraussetzungen für erfüllt, sehe ich gerade. Wo ist der Bestandsverbrauch? Moment, irgendwo müssen wir mal gucken. Da war es nicht. Wo haben wir den frühen Bestandsverbrauch? War das nicht bei den Sitzen? Weiß ich jetzt gar nicht, sehe ich hier nicht, nee. Früher Bestandsverbrauch, da. Was brauchen wir da vorher noch? Ah, blitzschnelle Deckenförderbänder, die brauchen wir zuerst. Die müssen wir dann zuerst erforschen. Vorher können wir das gar nicht machen. Ha. Man muss natürlich immer gucken, dass man auch die richtige Reihenfolge erwischt, ne? Das ist klar. Weil ansonsten gibt es da ein kleines Problem. Aber ich denke mal, so schaut es ganz gut aus. Wir gucken jetzt nochmal hier bei den Sitzen. Sind immer noch die alten Sitze. Ich hoffe, dass da bald die neuen gebraucht werden, weil wir haben jetzt schon ziemlich viele neue Sitze produziert. Aber da muss natürlich wahrscheinlich erstmal die komplette Schlange hier noch durch. Das wird ein bisschen dauern. So, Scheinwerfer. Können wir aber noch nicht selber produzieren, die Scheinwerfer, ne? Wo ist das? Scheinwerfermontage? Doch, Scheinwerfer fertigen. Wir haben eine Scheinwerferfertigung. Wie sieht die aus? Wo ist sie? Oder haben wir die noch gar nicht gekauft? Dann müssten wir ja noch eine Scheinwerferfertigung kaufen. Ach du lieber Gott. Wo bauen wir die hin? Da, das sieht gut aus. Dann packen wir die da rein. Und brauchen natürlich noch ein Ressourcenförderband. Das verbinden wir einfach mal jetzt so. Bei der Scheinwerfermontage, das ist natürlich blöd, wenn man da warten muss. Kühler, Antriebsstrang, so, wo waren die Scheinwerfer da? Scheinwerfermontage, Aufwertungen haben wir. Einfuhren nur lokal, also irgendwas funktioniert da nicht. Keine Verbindung zum Lager, da stimmt auch noch was nicht. Da müssen wir auch nochmal eine Verbindung machen, dass das läuft. Ich glaube, das ist das sogar gewesen. Scheinwerfer fertigen, genau. Jetzt kriegen wir hier massig Glas. So, was gäbe es da für Aufwertung? Adaptive, früher Bestandsverbrauch. Der frühe Bestandsverbrauch, der wird ganz, ganz wichtig sein für uns. So, und deswegen stockt das gerade, weil irgendwie eine Produktion nicht hinterherkommt. Da ist die Hupen. Ich bin gerade am überlegen, wo haben wir... Da unten haben wir auch Scheinwerferproduktion, oder? Ah ne, das ist die Windschutzscheibe, okay. Ja, dann sehe ich gerade gar nicht, wo wir die zweite Fertigung haben, aber wir nutzen sie jetzt einfach. Und da kommen jetzt auch wieder ein paar Scheinwerfer lokal hergestellt. Gut, also auch da geht es jetzt ein bisschen zügiger voran. So, Autos haben wir 15 Stück. 13, also sie verkaufen sich und das mit ganz gut Gewinn im Moment. Das ist sehr schön. Jetzt können wir gerade gucken, wie es mit den Krediten aussieht, weil da würde ich am liebsten ja ganz gerne noch ein bisschen runterkommen. Ja, wir zahlen jetzt schon die Kredite ganz gut ab, aber... Ich würde schon sehen gerne, dass wir hier oben fertig werden. Auf der anderen Seite, wir zahlen ein paar 70 Euro oder 1000 Euro Strafe.
Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Das sind grob gesagt 12 Stunden. In 12 Stunden hätten wir den Kredit noch nicht abbezahlt. Also es geht eigentlich schneller, wenn wir das damit machen. Und vor allem, ja, das machen wir auch, weil wir haben einen riesen hohen Zinssatz mit 21%. Das ist natürlich nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, mit der Limousine haben wir ganz gute Einnahmen, die Ausgaben. Schuldzinsen, ja, die hauen rein, ne? Die Schuldzinsen hauen im Moment rein. Plus Rückzahlung, das würde ich ganz gerne weghaben. Ansonsten Komponenteneinkauf ist auch noch sehr teuer. Da müssen wir natürlich dann schauen, dass wir die Produktion noch entsprechend etwas verbessern. So, und hier Türverkleidung löst sich langsam ein bisschen auf. Wie sieht es hier aus? Das läuft eigentlich alles relativ flüssig. So, ist da noch eine Station dazwischen? Ja, da haben wir hier noch die Dachmontage. Und dann haben wir ein riesenlanges Förderband. Bin ja immer noch am Überlegen, ob wir da nicht eine andere Lösung finden. Ob wir da nicht noch eine bessere Lösung für finden mit der Türmontage. Das ist... Aber das sind ja mehrere Ressourcen, die Türmontage, ne? Also wenn man die Türmontage... Jetzt muss ich mal gerade gucken. Motor, Lackierung, Karosserie, Tür montieren, Türverkleidung. Da könnten wir 3 Stationen draus machen. Das ginge schneller. Das ginge deutlich schneller. Das heißt, wir würden vielleicht sogar diese Stationen hier auf diese Linie setzen. Aber dafür müssten wir eigentlich erstmal diese Schlange wegkriegen. Oder irgendwie unterbrechen. Weil das zieht im Moment ziemlich Ressourcen. Wir gucken. 16, 38, 32, 48, 50.000 Euro kostet das. 50.000 Euro kostet das. Würde aber natürlich das Ganze vom Ablauf doch beschleunigen. Weil hier brauchen wir 6 Minuten, da 2,20, da 2,20, da 2,3. Also insgesamt dauert es genauso schnell, lange. Aber wir können natürlich mehrere Stationen hintereinander durcharbeiten, sodass wir dann durch den Parallelbetrieb doch riesen Vorteile kriegen, ne? Ich würde sagen, wir probieren das. Wir setzen die Außenspiegel. Ups. Außenspiegel setzen wir dorthin. Scheibenmontage dorthin. Und Türverkleidung. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Türverkleidung ist groß. Das heißt, wir müssen. Ups. Wir müssen hier was wegmachen. Oh, alle Slots upgraden. Jawohl, Modelle bearbeiten, alle anwenden, Optionen anwenden, gut. So, einmal hier 2, 3 Sachen abreißen. So, das haben wir. Dann müssen wir die Türverkleidung einbauen. Die müssten wir hier so einbauen. So. Und dann müssen wir ein neues Förderband bauen. So. So. Und jetzt müssen wir noch gucken, ob die Ressourcenförderer... Auch die sind sogar alle verbunden. Das ist optimal. So, dann laufen die nämlich durch. Dann machen wir hier hinten dran einen kurzen Break. Fehlende Aufwertung Spurassistent. Was? Och nö, jetzt habe ich jetzt wieder was vergessen. Ich will das Auto eigentlich nur löschen, nicht die komplette Einrichtung. Spurassistent ist doch da noch gar nicht mit drin, oder? Moment. 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 Sitze. Wo waren wir denn jetzt eben? Da. Spurassistent haben wir noch gar nicht. Das kommt später erst. Und die ist auch noch nicht als neu gekennzeichnet. Also was ist da jetzt wieder schlecht? Also hier haben wir jetzt zumindest die 3 Stationen. Das passt. Und da kommt ja auch vorher keine Station. Wenn die durch sind, können wir das hier zumindest mal abreißen. Aber wieso meckert der jetzt hier?
Kann man die irgendwo... Genau. So, probieren wir es mal, ob das jetzt besser funktioniert. Ne, der fängt auch nicht an. Warte auf Ressourcen. Ah. Okay, dann hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Da kommen welche. So, dann müsste jetzt eigentlich gleich losgehen. Spurassistent. Was ist denn mit diesem Spurassistent? Fehlende Aufwertung, Spurassistent. Spurassistent. Dann nehmen wir den einfach mal raus. Und gucken, ob das jetzt funktioniert. Oh, das kostet jedes Mal wieder einen Haufen Geld. So. Da ist das letzte Auto, das ist schon mal gut. Dann können wir den abreißen. So, schmeißen wir den raus. Und machen da ein Förderband rein. So, und jetzt fehlende Aufwertung, Zentralverriegelung? Oh, Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Was kommt jetzt? Müssen wir das jetzt für alle Autos durchziehen, oder was? Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was kommt jetzt? Zentralverriegelung. Wieso Zentralverriegelung? Das kommt doch da noch gar nicht rein. Fehlende Aufwertung, Zentralverriegelung. Ich verstehe es gerade nicht. Gucken, wie oft wir das jetzt machen müssen. Aber wenigstens kommen ja unten jetzt ein paar Autos rein, die wir dann verkaufen können. Also Geld kriegen wir. Fehlt Zentralverriegelung. Alles mit Zentralverriegelung. Warum? Ich glaube, wir müssen mal hier gerade ein bisschen aufräumen. So, nächster Slot nicht verbunden. Das heißt, wir versuchen das jetzt nochmal mit einem Förderband. Würde ich sagen, können wir das Förderband direkt gerade durchziehen. So, und dann hoffe ich, dass das jetzt nicht wieder das Problem gibt. So. Weil von der Reihenfolge ist doch richtig, ne? Jetzt gucken wir nochmal, nicht, dass wir es falsch haben. Türverkleidung. Danach die Scheiben und danach die Außenspiegel. Ja, also das stimmt. Da fehlt auch schon wieder Zentralverriegelung. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Autos anscheinend entfernen. Oh je. Ich bin mal gespannt, wie viele Autos wir da jetzt entfernen müssen. So. Gute Arbeit, ein 500er Auto ist von der Fertigungsstraße gerollt. Das ist gut. Was nicht gut ist, ist, dass wir das hier nicht richtig hinkriegen. Und ich hoffe, dass jetzt nicht schon wieder zu viele Teile fehlen. Ich sag mal, hier haben wir jetzt nicht mehr viele Autos, die da hinten dran fehlen. Ich hoffe, dass das dann funktioniert. Wir werden mal gerade eine Sache noch machen. Wir reißen hier mal einen Slot weg. Das wird er erstmal leer laufen lassen, weil hier ist schon wieder das Problem mit fehlender Aufwertung. Das ist echt doof. Denn da müssen wir anscheinend irgendwie erstmal gucken, dass wir das Ganze wieder ans Laufen bringen. So, ich denke mal, dann sind es nicht mehr viele Autos, die jetzt hier fehlen. Und ich hoffe, dass die Autos dann dabei doch langsam mal richtig komplett sind wieder. Da schon wieder. Wo muss die Zentralverriegelung denn hin, bitte? Das ist seltsam. Das ist doch... Die Zentralverriegelung kommt doch viel später erst. Ist das nicht bei der Elektronik erst? Elektronische Komponenten, Computer, visueller Check. Wo ist die Zentralverriegelung drin? Das ist komisch. Auspuff montieren, Kühler montieren, Antriebsstrang, Motor. So, Hybrid, Antrieb, Kühler, Auspuff, Bremsen, Räder, Reifen. Lenkeinheit, Lenksäule, Lenkrad, Scheinwerfer, Hupe, Sitze, Windschutzscheibe, Armaturen, Bedienelemente. Was
wird bei den Verdin-Elementen gemacht? Wo sind die eigentlich? Die kommen doch später erst, ne? Ja, die kommen doch viel später erst, nach der ganzen Geschichte hier. Also ich verstehe es gerade nicht wirklich. Oh, nächste Reihe weg. Ich hoffe, dass das dann mit der neuen Produktion besser läuft. So, müssen wir den wieder einmal verschieben. So, es sind jetzt nur noch zwei Autos. Dann dürfte es im Optimalfall erledigt sein. Dann hoffe ich, dass das nicht wiederkommt. Schon wieder Zentralverriegelung. Das ist doch echt blöd. So, jetzt sollte hoffentlich alles wieder gut sein. Dann kann es weitergehen. So, hoffen wir mal, dass das jetzt läuft. Autos verkaufen sich gut. Schon fast zu gut. Aber ich bin ja froh drum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann mit dem neuen System jetzt funktioniert. Das ist die Dachmontage. So, und da ist doch gar nichts mit Dings Zentralverriegelung. Wo muss die rein? Das ist echt komisch. Das ist echt sehr, sehr komisch. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt läuft. Der ist gleich fertig. Ah, da kommt der nächste hoch. Mal gucken, ob der jetzt funktioniert. Oder ob es da wieder Probleme gibt. Aufwertung zentral. Ich könnte die Krise kriegen hier. Ich könnte echt die Krise kriegen. Warum? Und wo? Montage, Zubehör. So. Elektrische Elektronik montieren. Okay, das haben wir, das ist gut. Elektronische Komponenten. Computer montieren. So, das muss hier unten sein. Also, wir haben hier die Endkontrolle. Wir gucken jetzt mal, das muss doch auch da unten hin. Elektronik montieren. Elektrische Komponente kommt danach. Die fehlt uns und Computer montieren fehlt uns auch. Oh, vielleicht ist das das Problem. Die Elektronik haben wir hier. Die elektronischen Komponenten haben wir hier nicht. Die fehlen uns und der Computer, die Montage, fehlt uns auch. Oh Gott, wir müssen umbauen. Und zwar riesig umbauen. Alles, was wir hier haben, müssen wir umstellen. Wir haben keinen Platz. Das ist jetzt ganz schlecht. Dies ist ganz, ganz schlecht. Elektronik montieren ist gut. Bedienelemente montieren ist okay. Innenraum montieren ist okay. Armaturenbrett montieren. Oder wir müssten... So, da ist schon die Windschutzscheibe. Das heißt, wir könnten höchstens die zwei Sachen rausnehmen. Airbag und Innenraum. Machen daraus die Armatur. Ja, das müssen wir so machen. Da müssen wir uns in der nächsten Folge mal drum kümmern. Da brauchen wir Platz. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.